Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer kurzen und spontanen Legung, und zwar eine Zigeunerkartenlegung, also die Wahrsagekarten von Zigeunerkarten, und freue mich, dass du dabei bist. Bitte schließe deine Augen und während ich die Kristallschale anschwinge, konzentriere dich auf deine persönliche Thema, auf dein persönliches Anliegen, auf deine persönliche Beziehung oder dein Gefühl. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir natürlich auch deine Gedanken zu. Bei dir heute und du sendest mir natürlich auch deine Gedanken zu. So, es geht um die Treue. Also die Treue, was über das Leben hinausgeht, also diese Treue, also es steht auch für die Seelenpartnerschaft, auch für dieses Vertrautheit, also für diese Treue und Loyalität, was euch verbindet. Ja, wir schauen jetzt einfach, was die einzelnen Karten auch jetzt hier für dich noch mit auf den Weg geben, was sie dir auch sagen möchten, ja. So, wir schauen jetzt auch einfach mal. So, also es geht wirklich darum, dass du diese Treue und Loyalität auch für dich auch spürst, in erster Linie zu dir selber auch treu bist, loyal bist, aber auch zu deinem Seelenpartner in deinem Herzen. Also ich sehe hier schon also eine gewisse unverhoffte Freude, die sich hier auch in Zukunft für dich ergeben wird oder wo du auch eine Erwartung hast, dass sich das auch in diese freudvolle Energie verwandelt, weil du hast auch die letzte Zeit also nicht so schöne Energie gehabt. Also ich habe das Gefühl, dass es also auch so bei dir so ein bisschen gekränkelt hat oder auch so in gewisser Weise ja, ganz viel Ärger hattest. Also es könnte auch an deine negativen Einstellungen gelegen haben, dass du allgemein in diese negative Energie warst, dass du deinen Fokus vielleicht auch viel mehr auf dieses Mangel gerichtet hast und ja, dass es deswegen, dass es auch falsch war. Also geh in dieses Glücksgefühl und in dieses Zuversicht, diese Hoffnung und Zuversicht generell, wenn du dich in diese Energie begibst und natürlich auch positiv dich ausrichtest, wirkt sich das natürlich auch ganz, ganz anders aus, so auf dich und wie sich das auch halt entwickelt. Also es geht auch darum, dass du deine Gedanken überprüfst und also auch mehr in diese Beständigkeit gehst. Ich habe auch das Gefühl, dass du ein Stück weit eifersüchtig bist oder bestimmte Dinge einfach in deinem Leben kontrollieren möchtest. Vielleicht auch ja, eine gewisse Misstrauen hier da hast, ja, und in diese abwartende Haltung bist und sagst du, ja, also mal ganz schön abwarten und ich guck mal einfach, wie sich das auch entwickelt. Geh in diese Vorfreude, geh in dieses freudvolle Gefühl, in diese Energie hinein, dass du sagst, ich freue mich, und dadurch, dass ich in diese Freude hineingehe, visualisiere für mich das Schöne, das Positive, aber ich bleibe mir selber in dieser Liebe, in dieser Verbindung, bleibe mir treu. Ja? So. Also, die Engel sagen auch, also es wird etwas transformiert, deine Traurigkeit geht im Verlust, also Gott sei Dank, also wir stehen auch jetzt kurz vor den Portaltagen. Es ist auch wichtig, die Traurigkeit loszulassen, weil umso mehr du das fühlst, umso mehr wird es ein Bestandteil deines eigenen Seins und das ist nicht so gut, weil umso mehr du das fühlst, umso mehr zieht dir das die Schwingung herunter.
diese Traurigkeit, und das ist eine niederschwingende Energie, und du möchtest halt in diese liebevolle Energie bleiben, was auch deine Stimmung und deine allgemeine Wohl, deine Energie auch erhebt. Also Liebe ist die höchste Schwingung überhaupt, und die Dankbarkeit ist der nächste hinterher. So, ich hoffe, du siehst die Karten. Leider kann ich meine Kamera hier nicht zoomen, aber ich werde trotzdem meine Intuition hier mit hineinfließen lassen. Dafür habt ihr andere Dinge, was ihr hier auch schön sehen könnt in meinen Videos. Habt ihr auch eine schöne Ambiente hier, ist auch für euch, und natürlich auch die Kristallschale. Dafür seht ihr vielleicht nicht so deutlich jetzt die Karten, aber ich denke, es kommt auch nicht darauf an. Mach die Augen zu, mach den Kopfhörer rein und vertrau auf dieses Gefühl. Was dieses Gefühl, was meine Worte bei dir auslösen, denn ich deute auch die Karten ganz anders, wie du das vielleicht auch deuten würdest. Und es gibt ja auch nicht richtig und es gibt ja auch nicht falsch. Das ist rein meine Intuition. Ich nehme dich jetzt hier so ein bisschen traurig wahr, also wie auch in dem Seelenpartnerlegung eben in den Skatkarten. Dieselbe Energie zeigt sich hier auch. Also du hast dir wirklich zu viele Gedanken gemacht, auch vielleicht visualisiert, und hast du dir auch gehofft, dass diese unverhoffte Freude in dein Leben eintritt, und das ist nicht der Fall, das ist nicht passiert und das ist auch vielleicht falsch gelaufen. Also ist der Feind, also das heißt immer, also das war nicht so gut, wie du dir das erhofft hast, wie du dir das gewünscht hast. Unbewusst bist du schon ausgerichtet auf dein Unterbewusstsein, dass du diese Liebe und Fülle leben möchtest, und das zeigt sich auch in deinem Unterbewusstsein. Schaust aber momentan jetzt hier auf dieses Verlust, was du auch vielleicht eventuell erlitten hast, schaust du darauf hin. Und also es geht auch wirklich darum, dass hier etwas transformiert werden sollte. Diese Verlustgedanken, diese Mangelgedanken sollten also wirklich transformiert werden, diese Traurigkeit, dieses Unglück. Weil schau mal, das sind jetzt hier wirklich 2, 4, 5 Karten, die hier so gefallen sind. Und umso mehr du dieses unglückliche, traurige Verlust auch fühlst und dieses, ja, bestohlen worden oder was verloren haben, hintergangen zu sein, das zieht dich richtig runter. Schau mal, du bist hier richtig in der untersten Linie, also das heißt, deine Schwingung ist runter, also dir geht es auch energetisch nicht gut. Und du schaust aber hier auf dieses heilende Botschaft hinein. Also entweder erfährst du von irgendjemand, von deinem Gegenüber etwas, oder bekommst du eine kurze Nachricht, oder auf der Seelenebene einen Traum oder irgendetwas, was deine Seele zum Heilen bringt. Weil ich habe wirklich das sehr ausgebreitet hier bei dir, und du bist auch sehr im Kopf, du analysierst auch alles, also extrem. Bei deinem Gegenüber sehe ich hier, der ist mehr in seinem Gefühl, allerdings dem geht es auch nicht so gut. Natürlich auch die Energien diese Woche sind sehr fordernd, herausfordernd, regelrecht, und die erheben sich auch täglich. Also es geht wirklich darum, also auf unbewusster Ebene spielte mit den Gedanken, dir eine Nachricht zukommen zu lassen. Und aber wo der genau hinschaut, also er möchte hier eine Gerechtigkeit schaffen, der ist dir übers Leben hinaus treu, er ist dir auch sehr loyal, möchte etwas, dass es wieder ins Gleichgewicht, in Waage kommt. Vielleicht war auch etwas, irgendwas zwischen euch, was nicht in Waage war. Er möchte diese Basis, diese Stabilität auch schaffen. Ich sehe auch hier das Haus, wo der Schwan auch alleine da ist. Also es geht auch wirklich darum, das ins Gleichgewicht zu bringen. Weil das macht ihm auch richtig krank. Also in der Seele, diese Krankheit zu spüren, das bedeutet, das schlaucht ihm, das nimmt, also auf jeden Fall nimmt einfach ihm mit dieses Gefühl. Und er möchte in diese Freude gehen, in diese leichte Energie, in diese Hoffnung und Zuversicht. Und das sind so seine Gedanken. Er möchte das bereinigen, er möchte das ins Gleichgewicht bringen, und deswegen spielt er auch mit den Gedanken, also unbewusst dir auch wirklich eine Nachricht zukommen zu lassen.
Also schaue ich jetzt einfach bei dir. Also bei dir geht es auch darum, dass du auch etwas Schönes für dich machst, dass du in diese Freude gehst, in diese unverhoffte Freude, also dieses Fröhliche, dass du vielleicht mal weggehst, tanzen gehst, im Kino gehst, dass du mal lachst, dass du einfach nicht da bist wie eine Witwe und wartest, bis der Seelenpartner oder deine Liebe kommt, sondern dass du einfach am Leben teilnimmst, also einfach diese Trauer ablegst, ja auch dieses Eifersucht und dieses Misstrauen, geh in deine Beständigkeit, geh in diese fröhliche Energie hinein. Also lass diese falsche Energie los, diese Eifersucht und Abwarten und Kontrollieren. Lass das bitte los, geh in dieses Glückliche. Und auch wenn jetzt hier noch zum Beispiel diese Mangelgedanken da sind, wenn du jetzt an deinem Seelenpartner denkst, ja, und auch dieses Verlustgedanken, verbinde dich mehr mit den Engeln. Also diese geistliche bedeutet auch für mich immer die geistige Welt, natürlich auch immer wieder die Engel. Geh aus diesem Mangel heraus und bitte auch die Engel Stück weit um Hilfe, bitte um Glück. Du wirst dich auch viel, viel glücklicher fühlen, ja, wenn du jetzt in diese Energie hineingehst. Also das ist jetzt deine Seite. Bei deinem Gegenüber, also er hat also wirklich Sehnsucht nach dir und das kannst du auch wirklich so annehmen und spielt wirklich mit dem Gedanken, dich auch zu besuchen. Und also das ist auch gar nicht abwegig, das spielt auch im Außen um dieses Neubeginn mit dir, ja. Aber das weißt du ja gar nicht, das kriegst du ja so gar nicht mit vielleicht, weil ihr ja auch überhaupt keinen Kontakt habt. Und schau mal, er schaut ja auch nach dir rüber. Also es geht wirklich darum, du bist für ihn schon ein Geschenk und also er spielt schon mit dem Gedanken, ja, also dich zu besuchen, diesen Neuanfang. Vielleicht ist die Feind hier und der Heiratskarte kann aber auch vielleicht bedeuten, dass er sich noch zur Zeit in einer Verbindung befindet. Und er sehnt sich auch nach dir und er ist auch dein Seelenpartner und er möchte, dass sich das auch fortbewegt, weiter bewegt. Also da siehst du auch hier die Kutsche mit den weißen Pferden, dass es auch schnell etwas sich entwickeln kann, fortbewegen kann. Und dass es auch an seine Dynamik, also einfach auch etwas, also genommen wird. Also diese Energie einfach bei deinem Gegenüber. Also wenn ich ihn so betrachte, also er ist auch schon traurig und möchte aus dieser Traurigkeit in diese fröhliche Energie kommen. Das ist auch wirklich gut, weil das zieht eure beide Schwingung also herunter. Und also er muss ja auch noch seine Eifersucht teilen. Ich habe auch das Gefühl, dass dein Gegenüber auch so ein bisschen eifersüchtig ist, also so offiziell im Außen, vielleicht auch kontrolliert er dich auch ein Stück weit. Also bei dir geht es auch darum, dass du aus diesem Ärger wieder Hoffnung schaffst, also egal wie schlimm das auch verlaufen ist. Vielleicht ist das auch so einfach dumm gelaufen mit euch, vielleicht sind auch viele Missverständnisse da gewesen. Geh in dieses Hoffnung und Zuversicht hinein und heile dieses kranke, kränkelnde und dieses falsche Versuchung, dieses Gefühl, diese Einstellung, vielleicht auch dein Glaubenssatz. Ändere das einfach offiziell auch im Außen. Du kannst natürlich so einen Glaubenssatz auch in der Hypnose bei mir ändern, wenn du jetzt sagst, naja, das wird jetzt, ich verdiene sowieso kein Glück. Warum soll das jetzt anders sein? Jede Beziehung verläuft so und so bei mir. Wenn das so ein Glaubenssatz ist, was dich also in deinem Sein auch blockiert, natürlich kann ich auch gerne für dich deinen Glaubenssatz auch diesbezüglich verändern. So, ich würde gerne auch mit den Karten von Chuck Spizzano hier diese Legung klären. Das Video wird auch bewusst kurz gehalten. Natürlich hast du auch die Möglichkeit bei mir auch eine persönliche Beratung zu buchen. Nutze dazu bitte also den Kontaktformular über meiner Homepage. Und das findest du auch unter dem Video in der Infobox den Kontakt zu mir, findest du auch den Shop und natürlich auch mein aktuelles Angebot für die 10 Portaltage. Also, ich frage jetzt für deinen Gegenüber, was sagen jetzt die Engel für ihn und was möchten die ihm auf dem Weg mitgeben? Das sind die Karten von Chuck Spizzano.
Und morgen natürlich folgt auch ein Video. Und das sind jetzt deine Karten. Was euch beide so ein Stück weit verbindet, ist hier die Angst vor Bindung. Vielleicht habt ihr beide schon bestimmte Erfahrungen gemacht, also mit anderen Partnern. Vielleicht ist der eine oder der andere noch in einer Partnerschaft und ihr traut euch nicht wieder neu zu binden. Was sagen denn die Engel oder was ist der Ratschlag für deinen Herzensmenschen? Ja, also für deinen Herzensmenschen kam auch der Eifersucht. Also wie du siehst, also der Eifersucht spielt hier bei ihm eine große Thema. Also vielleicht triggerst du auch bei ihm eine bestimmte Eifersucht. Also wenn du jetzt hier hinschaust, also dass das bei ihm also auf jeden Fall ausgelöst wird, angetriggert wird. Und er denkt auch jetzt hier, dass da auch eine, dass du auch eine gewisse Naivität hier besitzt, vielleicht weil also auch Gedanken macht, vielleicht ist er in der Partnerschaft oder bist du in der Partnerschaft, also auf jeden Fall denkt er auch, du denkst jetzt naiv, du würdest jetzt wirklich ja, also so dich auf ihm komplett einlassen, also der hat eine Gedanke von dir, dass du generell irgendwie naive Gedanken hast, ja, und wiederum denkt er auch, wenn er sich auf dich einlässt, ja, dass er sein Herz verliert, ja, siehst du hier, da fehlt ja regelrecht dieses Puzzlestück. So, einerseits ist er eifersüchtig auf dich, ja, andererseits ist er wahrscheinlich vergeben und denkt, du bist naiv und willst ihn mit aller Gewalt haben, wenn er auch vergeben ist. Hat aber regelrecht Angst, wenn er sich auf dich einlassen könnte, dass er sein Herz an dich verlieren würde. Ja? Und im Grunde fühlte dieses Unersättlichkeit zu dir, also wenn er so an dich denkt, dann fühlt er das so für dich, ja? Und das ist auch so eine gewisse Weise für ihn ein Spiel, ja, mit dir. Also das ist auch so ein Liebesspiel für ihn, was ihm das also nochmal was Besonderes gibt. Und also die Karte sagt dir, also er sollte und du solltest auch so keck bleiben und also einfach alles so locker und unbeschwert eingehen, angehen, spielerisch angehen. Und gar nicht so schwer. Und ihr sollt euch auch zusammen vergnügen, in dieses Leichtigkeit hineingehen und gar nicht in dieses Bindung, ja? So, wir schauen jetzt mal, was die Engel für dich sagen, was die dir raten. So, also komme aus deiner Bedürftigkeit raus. Also du bist noch eventuell in deine Bedürftigkeit und hängt alles davon ab, was er denkt und was er sagt und wie der ist. Und also es zeigt sich auch die Intimität und die Zärtlichkeit. Also die Intimität und die Zärtlichkeit, auch wenn du jetzt mit deinem Seelenpartner noch nicht zusammen bist, aber wenn du in dieser Energie bist, das ist die weibliche Energie auch, zärtlich erstmal zu dir bist, dann hast du diese Sanftmut-Energie, vielleicht auch die Energie von Jophiel oder irgendwie so eine sanfte, liebevolle Energie. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, du verstehst das ganz genau, auch die Intimität zu dir, dass du auch dich wertschätzt, auch dass du vielleicht auch ein schönes, sinnliches Bad dir gönnst, also in diese Energie dich begibst, vielleicht auch ein schönes Dekolleté zeigst oder halt einfach auch in diese zärtliche Energie dich hineingibst und dann schwebst du schon auf dieses Wolke 7, dann strahlst du das auch aus und kommst aus dieser
Bedürftigkeit generell heraus. Also es geht wirklich daraus, aus dieser Bedürftigkeit rauszukommen. Und also dieses Schmerz, was du hast, also dieser Schmerz, damit ziehst du niemals deinen Herzensmenschen an. Wenn du immer dieses Schmerz, dieses Kummer, diese Tränen hast, das ist eine schwere Energie. Geh auf dieses Wolke 7, in diese leichte Energie hinein. Denn das ist jetzt eine falsche Geisteshaltung, dieses Schmerz und dieses Herz wegwerfen und Verletzung. Das ist eine falsche Geisteshaltung für dich, ja. Und es geht auch wirklich darum, ziehe dich erstmal zurück, wenn es dir nicht gut geht. Ziehe dich zurück, leere deine Energien, bereinige deine Energien. Und wenn es dir dann gut geht, dann komme wieder zurück und mit Lachen und mit Leichtigkeit und mit Freude und mit Spaß am Leben. Das möchte dir auch generell, möchten dir hier auch generell die Karten sagen. Ich ziehe noch jeweils eine Karte aus dem Kartendeck auf Wolke 7, also für dich und deinen Herzensmenschen. Und dieses Kartendeck natürlich kannst du auch in meinem Shop käuflich natürlich auch erwerben. Ein großes Kartendeck. Was sagen denn die Engel? Was raten denn die Engel für dich? Und was für deinen Gegenüber? Also. So. Und für dich kommt in erster Linie die Veränderung. Das Leben ist geprägt durch ständigen Wandel und Veränderung. Lass dich zu neuen Abenteuern und neuen Wegen führen. Erkenne den tieferen Sinn und habe Mut, mit dem Fluss des Lebens zu fließen. Also veränder etwas in deinem Dasein, also verwandel etwas und lass dich auch zu neuen Abenteuern führen, auch dieses Zärtlichkeit, auf dieses Wolke 7. Veränder mal deinen Typ, veränder mal deine Kleidung, deine Einstellung und glaube mir, das hat auch einen Sinn und hab auch wirklich den Mut, also mit dem Leben mitzugehen und mit dem Leben zu fließen. Und dann kommt auch die Liebe bei deinem Gegenüber. Engel der Liebe begleitet ihn. Liebe kann man nicht planen, sondern nur zulassen und sich darauf einlassen. Liebe ist die stärkste Kraft und heilt alle seelischen Verletzungen. Lasse Liebe in dein Leben. Das war diese kurze, spontane Legung mit den Zigeuner-Wahrsagenkarten. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen und wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach einen Link. Ich danke dir dafür und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und abonniere meinen Kanal, so bist du auch das nächste Mal garantiert bei einem neuen spontanen Video dabei. Ich sage Namaste, bis bald, deine Valeria.